Sehr geehrter Herr Verordnetenvorsteher, sehr geehrte Damen und Herren, ich will mich da jetzt gar nicht an einzelnen Äußerungen aufhängen, also auf, ob man das für die gesamte Verkehrspolitik so sagen kann, wie Frau Kopp das eben gesagt hat, sei mal dahingestellt. Aber vielleicht hätte ich auch mit meiner Wortmeldung noch ein bisschen warten sollen, bis die CDU und die AfD gesprochen hätte. Dann hätte man noch ein bisschen mehr Anlass zur Polemik gehabt. Ich gehe eigentlich davon aus, dass wir in dieser Debatte gar nicht so weit voneinander entfernt sind. Wir stimmen diesem Antrag zu. Es ist einer der Punkte, die auch wir gefordert haben, dass die SPD da mittlerweile offensichtlich dazugelernt hat und bereit ist, auch eine solche Maßnahme zu unterstützen, die das tut, was ihr lange Zeit ein Graus war, nämlich den Autoverkehr auszubremsen und ein Stück weit einzuhegen und andere Interessen dort mit ins Feld zu führen. Das ist sehr erfreulich. Unser Änderungsantrag zielt darauf ab, diesen Beschluss eindeutiger zu fassen. Dass es eine gewisse Handhabe geben muss und dass es Messungen geben muss, das stellen wir überhaupt nicht in Abrede. Aber wir wollten eben sicher gehen, dass dieser Beschluss nicht als ein unverbindlicher Prüfantrag missverstanden werden könnte und dann eventuell auf die lange Bank geschoben wird. Wir haben das ja mit verschiedenen Vorhaben und Anträgen hier so erlebt. Insofern ist man dann ja irgendwann gewitzter. Nun gut. Die wahrnehmbaren, messbaren Effekte sind, Frau Koch hat das ja ausgeführt, in Frankfurt zum Beispiel, nachgewiesen und nicht in Abrede zu stellen. Und gerade auch die Tatsache, dass es 40.000 Menschen in dieser Stadt sind, die an diesen Straßen wohnen, 40.000 Menschen, die nicht zu den begütertsten und privilegiertesten Teilen der Bevölkerung gehören und dass es eben auch eine sozialpolitische Frage ist, auch das ist ein wesentlicher Grund für uns, weshalb wir sagen, diesem Antrag werden wir selbstverständlich zustimmen. Uns stellt sich nur eine Frage, nämlich die, ob diese Entscheidung auch bedeutet, dass man einen solchen Beschluss mit Leben erfüllt, indem man tatsächlich auch die Umsetzung und Einhaltung eines solchen Geschwindigkeitsbegrenzung kontrolliert und durchsetzt. Und da haben wir ja nun in den letzten Jahren auch schon ähnliche Beschlüsse erlebt, bei denen man sagen muss, naja, da ist in der Realität nicht unbedingt so furchtbar viel erfolgt. Also wenn ich da an bestimmte Fahrradstraßen denke oder auch bestimmte Geschwindigkeitsbegrenzungen, Tempo 30 vor Schulen, dazu gehören dann eben auch Blitzanlagen. Und dazu gehören auch Kontrollen. Denn ansonsten passiert da in der Realität nicht viel. Frau Koch hat ja eben zu Recht auch von kontrollierten Maßnahmen gesprochen. Und da wollen wir ganz deutlich auch darauf bestehen, dass das eben auch daraus folgt, dass man nicht nur schöne Beschlüsse fasst, mit denen dann im Endeffekt alle zufrieden sind, sondern dann tatsächlich auch die Konsequenz zieht und sagt, diese Beschlüsse müssen nicht nur umgesetzt, sondern dann auch langfristig durchgesetzt und kontrolliert werden. Und dann erreichen wir auch eine Verkehrswende und dann erreichen wir auch eine tatsächliche Entlastung, gerade unter Lärmgesichtspunkten der betroffenen Menschen. Danke.